Ja, hier wird fleißig gearbeitet. Hey ho Leute, weiter geht's mit Mischinki. Hier spricht der Vorbuddler und wir werden heute mal richtig schön unter Strom stehen und anfangen, die ersten Strecken mit einer Oberleitung zu versehen, damit wir bald mal diese Schrotthaufen hier loswerden. Also lasst uns mal Gas geben. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Ja Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit hier. Wenn ja, dann haut bitte nachher auf den Like-Button, das gehört sich doch schließlich so. Und falls ihr neu seid, mehr von Mischinki sehen wollt, könnt ihr auch mal euch überlegen, den Abonnal zu abonnieren. So, aber jetzt lasst uns mal loslegen. Und zwar kann ich es ja kaum erwarten, auch mal ein paar Oberleitungen zu bauen. Wir fangen mal in unserer, ja, Hauptstadt, ihr seht richtig, Hauptstadt Jena. wer hätte das gedacht, ja? Ja klar, ist die erste Stadt, die wir hier mit einem Bahnhof versehen haben und dann... sagt sich Mischinki, so schlau wie es nun mal ist, ne? Mensch, das muss die Hauptstadt sein, ne? Wo ist denn eigentlich unsere Firmenzentrale? Haben wir die schon mal irgendwo entdeckt? Die müsste dann hier eigentlich auch in der Nähe sein. Am Moment, die können wir, glaube ich, selber bauen, richtig? Ich hab's lange nicht gemacht. Wie war das denn nochmal? Ja, und zwar ist das dieser Schalter hier und da sehen wir, huch, da sehen wir diesen Hut. Und dann nehmen wir unseren Hut mal und können dann hier tatsächlich eine Zentrale hinbauen. Vielleicht neben den Lokschuppen. Den ich aber, Moment, den werden wir erstmal ein bisschen ausbauen. Der ist ja noch ein ganz kleiner. Pass mal auf, das muss anders gehen. Da haben wir erstmal so eine Produktionskette daneben. Und dann gehen wir hier auch nochmal, wie war das nochmal? Ja, hier unten nämlich. Elektrifizierung. Zack, so. Sehr gut, seht ihr? Sind doch da auch tatsächlich noch... ein paar Oberleitungen entstanden. Ja, prima. Ich bin ganz fasziniert. Ihr merkt das. Frage mich jetzt auch. Ja, jetzt können wir vielleicht die Zentrale erstmal hier hinbauen. Moment, da ist der Hut so. Entweder direkt daneben oder vielleicht eher hier so gegenüber. Oder hier unten. Das ist im Grunde egal. Ich klatsche das jetzt einfach mal hier so irgendwo hin. Hier ist doch so ein Bereich zwischen die Öl- und die Kohlekraftwerke. Da fühlen wir uns direkt wohl. Zwischen all dem schwarzen Qualm. Apropos Strom, Leute. Ihr seht hier unten links meine Stromanzeige. 4000 schon. Man könnte sagen, ich bin vorbereitet. Ja, tatsächlich. Ich habe etwas mal gespielt und perfektioniert. Zwei Kohlenkraftwerke haben wir jetzt und ein Ölkraftwerk. Und ja, das versorgt uns jetzt schon mal sehr schön mit Strom, sodass wir hier mal loslegen können. Wie geht denn das jetzt? Kann ich das einfach upgraden? Kann ich jetzt hier einfach den... Schalter drücken, tatsächlich, ja sehr gut. Sehr gut, dann ist das ja wirklich gar kein Akt. Und wir fangen hier an bei unserer ersten Strecke überhaupt, unserer Personenstrecke. Wir fangen also praktisch von vorne an und optimieren das Ganze hier mit Oberleitung. Dann gehen wir jetzt einfach Stück für Stück durch. So kann man auch die Strecke nochmal kennenlernen. Komm, das Stückchen da oben machen wir auch nochmal. Was kostet das überhaupt? Oh, das ist gar nicht billig. Da müssen wir aufpassen. Das kostet wohl offenbar auch noch, auch ausgerechnet die. Ja, Eisenocken. Oh, unsere Problemocken. ja, wahrscheinlich brauchen wir einfach noch eine Gießerei. So, jetzt lasse ich es auch erstmal hier dabei. Ist ein bisschen kritisch, obwohl es scheint aber zu gehen von den Kosten. Guck mal, was wir jetzt hier für ein riesiges Stück. Das haut auch hin. Die Strecke ist jetzt im Moment, ja, die ist eigentlich nicht relevant. Das ist jetzt Unsinn. Die können wir später nochmal uns separat vorknöpfen. Aber erstmal hier die Städte Aachen, dass das alles läuft. Ihr seht mal, die haben sich auch inzwischen schön ausgebaut, sehr schön expandiert. Und wir sollten hier vielleicht mal etwas terraformen, schätze ich mal, um der Stadt noch mehr Möglichkeiten zu geben. Pass mal auf, wir machen das jetzt einfach mal und beobachten das dann, ob das tatsächlich... positive Auswirkungen hier hat. Wir brauchen einfach noch ein bisschen mehr Fläche hier oben. Denn dann fahren da noch mehr Leute mit. Es war nicht so, dass wir es unbedingt bräuchten. Gerade die grünen Ocken haben wir sehr gut im Griff. Ich bin schon bei 100.000. Ne? Und naja, aber das Datum ist schon 2003, ja, weil ich halt so mir viel Zeit lasse. Ja, und diese Schrotthaufen, ne, seht ihr, so schön sie auch sind, inzwischen total verrostet, extrem alt. Ich habe die technische Alterung ja abgeschaltet, so dass das hier zu meiner Spielweise auch passt.
Damit wir auch immer jetzt zum Beispiel auch noch Dampfloks hier fahren lassen können. Sind ja auch schön, aber jetzt sind sie langsam, ja, haben langsam ausgedient. Was wir machen werden langfristig ist wahrscheinlich wieder so eine Museumsbahn und natürlich möchte ich auch einen schönen Lokschuppen bauen. Vielleicht nehmen wir den sogar in Jena. Wie ist der denn so gelegen? Der hat hier noch viel Fläche ringsherum. Gucken wir mal hier im Land tatsächlich. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Hier können wir nochmal so einen richtig schönen Bahnhof bauen. Mit so einer Gleishafe, wo wir dann verschiedene alte Loks und ja, Züge, ganze Züge so parken. Statt die einfach in den Lokschuppen zu stellen und zu verkaufen. Die werden einfach deaktiviert und dann stehen sie da. So habe ich das in Staffel 2 auch schon gemacht und so fand ich das irgendwie, ich fand das sehr schön. Man mag sich doch auch gar nicht so trennen. Man muss sich zwar trennen ab und zu von den alten Geräten, aber irgendwie fällt es dann auch schwer. Was auch schwer fällt, ist hier, ja, das habe ich schon vor einiger Zeit gebaut, dieses Straßenkreuz hier. Ja, weil ich da schon ausprobieren wollte, ob sich die Stadt weiter expandiert. Tut sie nicht. Ich weiß nicht wirklich, warum. Ist jetzt zwar nicht so schlimm, aber ich fände das natürlich toll. Wahrscheinlich hat das mit der Personenkapazität zu tun. Das fahren ja immer noch die kleinen Züge. Seht mal, hier haben wir 66 Leute am Bahnhof. Oh, hier stehen aber 336 Leute. Das ist aber krass viel mehr, ne? Klar, der wird wirklich sehr häufig angefahren. Das liegt natürlich zum einen daran, aber könnte ja auch sein. Ja, die Züge sind voll. Gut. Ja, da sind so fast 1000 Leute, ne? Oh. Also gut, hier können wir im Grunde noch mehr machen. Werden wir auch. Wahrscheinlich werde ich den Bahnhof auch vergrößern und umbauen. Heute muss ich mir erstmal ein bisschen ein paar Sachen angucken und dass wir ein bisschen was planen für die Zukunft. Und in den nächsten Folgen werden wir auch die anderen Strecken, die anderen Industriezweige noch perfektionieren. Pass mal auf, was wir jetzt machen. Ist, ja, wir holen jetzt mal die Loks rein. Okay, komm, wir fangen jetzt vorne an. Wir bauen jetzt diesen Abstellbahnhof. Können wir auch wieder das Billigste nehmen. Das Billigste vom Billigsten. Und dann führen wir die hier so raus. Ein bisschen eng da vorne. Aber machen wir hier mal irgendwie sowas. Und verschiedene Abzweige. Und hier setzen wir auch schon an. So. Dass wir hier so mehrere Abstellgleise bauen. Ja, das könnte noch ein bisschen besser sein, dass das auch immer die gleiche Länge hat. Also pass mal auf, dann fassen wir hier das Gelände etwas an. So, und das ist jetzt auch das, wovon ich häufig gesprochen habe in den ersten Episoden dieser ja, dritten Staffel hier. Dass wir uns natürlich, ja, die ersten Folgen habe ich ein bisschen Gas gegeben auch, ne? Damit wir möglichst schnell jetzt an diese neue Epoche hier kommen. Das haben wir jetzt geschafft. Und jetzt können wir uns wieder Zeit lassen und noch auch ein paar unsinnige Sachen machen wie das hier. Das braucht man jetzt für das Spiel ja eigentlich nicht, ne? Aber das ist ja, was willst du machen? Jetzt haben wir ja im Grunde alles im grünen Bereich. Unsere Ocken fließen und sprudeln. Was will man jetzt mehr? Was uns bleibt jetzt praktisch nur noch über, ja, ein paar schöne Strecken zu bauen, einfach Spaß zu haben an der Eisenbahn, ein bisschen zu terraformen, eine schöne Zeit zu haben, ne? Das ist alles, der Wirtschaftsbereich ist jetzt mehr oder weniger abgehakt. Ja, das möchte ich jetzt nicht so sagen. Abgehakt, das klingt dann wieder, als gäbe es gar nichts mehr zu tun. Wir müssen schon so ein bisschen aufpassen und auch einige Sachen nochmal perfektionieren. Sind ja auch noch nicht ganz fertig. Zum Beispiel haben wir noch keine Felder angeschlossen. Was haben wir denn jetzt hier? 7 Abstellgleise, prima. Pass auf, machen wir das hier mal oben noch zu. Ist dann der letzte. Ja, dieses äußere oder letzte Gleis hier könnte vielleicht sogar noch irgendeine Strecke sein, wo man von einer anderen Richtung hier nochmal hinkommt. Das, ja, einfach nur so für die Optik. Oder ein Wendekreis könnte man da noch hinbauen, ne? Das ist auch vielleicht nicht schlecht. Pass mal auf, wir machen das mal. Das sieht dann richtig wie so ein Rangierbahnhof aus. Gucken wir mal, dass wir den hier möglichst gut, ne? Mach ein bisschen nach vorne. Hier so lang, ja. Ja, und genau für solche Projekte hier wünsche ich mir ja noch weitere Gebäude und so. Das wird sich ja ganz zum Schluss noch kommen. Aber hier haben wir dieses Straßeninfrastruktur, ne? Da sind bisher nur Straßen drin. Da steht aber schon Straßen, Depots, Brücken, Tunnel.
Auch für Straßen halt. Ich bin mal gespannt, ob auch hier irgendwann mal Autos fahren sollen auf den Straßen oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, aber ich habe davon jetzt noch nichts gelesen in der Roadmap von Mischinki. So, pass auf, hier reservieren wir mal. Wow, das geht gar nicht wegen dem Blöden. Ja, okay, reißen wir den gleich nochmal ab, komm. So, und stellen ihn am besten dahinter. So, geht's nämlich auch. Dann haben wir da vorne wieder Platz. Also, das ist doch kein Depot. Das ist ein Depot. Ja, man kann es zwar noch ein bisschen anders machen, die Gleishafen hier hinten auch nochmal verbinden, dass die Züge praktisch hinten wieder raus könnten, aber das ist jetzt nicht der Sinn der Sache. Ich möchte ja wirklich nur Abstellgleise haben, wo wir jetzt so ein paar Lokomotiven draufstellen und wir fangen damit auch sofort mal an und zwar mit unserem ersten Personenzug. Da fährt er gerade los. Ja, das ist ja ein bisschen ungünstig, dass der Leute aufgeladen hat. Vielleicht nehmen wir mal den nächsten und stoppen den vorher oder so. Schnappen wir uns mal hier diesen Zug und schauen uns die Strecke an. Der wird völlig geändert jetzt. Da machen wir auch ganz neue Waggons dran. Was hat der gerade? Nur die ganz einfachen, vier Stück davon. Ja, die haben jetzt ausgedient. Wir müssen gucken, dass der jetzt seine. Ja, machen wir es so. Pass mal auf, wir löschen die ganzen Wegpunkte. Ich möchte den halt entladen. Der soll jetzt nicht mit den ganzen Personen da auf dem Rangiergleis. Dann haben wir wieder die ganzen toten Züge, wo die irgendwelche Leute noch drin sitzen, jahrzehntelang. Ach, seht ihr mal, Leute, da habe ich ja einen Knopf übersehen. Hier ist ja ein Knopf. Mit diesem Knopf, mit diesem Knopf können Sie Ladung entfernen. Und das kann hilfreich sein, ja tatsächlich, wenn es so überladen ist. Ach so, ja, okay, wir wollen ihn jetzt einfach sowieso entladen. Das machen wir dann gleich, wenn er im Depot steht. Wo bringen wir ihn hin? Wie lang ist er denn? Was braucht er denn? Fangen wir da hinten an, ne? Fangen wir da hinten an, stellen ihn da hinten hin, ans Ende von dem Gleis hier. Fahr da mal hin und dann halt Ruhe. So, stopp. Und entladen. Bist du sicher? Ja. Die Ladung des Zuges löschen. Das hat auch geklappt. Wie ihr seht, keine Leute mehr drin. Und die alte Rostlaube kann jetzt hier mal stehen bleiben. Ich lösche mal alle ihre Wegpunkte, damit es hoch, damit es nicht irgendwie zu einem kleinen Missverständnis kommt. Ich gebe ihr jetzt auch mal einen konkreten Namen. Ich nenne sie jetzt einfach mal ausrangiert. Dann weiß ich Bescheid, wenn ich die mal in irgendeiner Liste sehe, falls ich mal meine Zuglisten hier checken muss. Hier haben wir sie. Da weiß ich direkt, ah ja, die brauchst du nicht zu starten. So, und da ist auch schon, ach, jetzt ist er gerade vorbeigefahren. Das ist aber nicht schlimm. Ich wollte nämlich Folgendes tun. Man kann sie auch mal rückwärts reinfahren, damit es irgendwie auch cooler aussieht, ein bisschen gemischt. Dafür halte ich sie hier kurz an. Gebe ihr neuen Wegpunkt. Drücke auf Wenden und starte sie wieder. Dann sollte sie hier rückwärts hochfahren. Das wäre geschafft. Dann halten wir sie auch gleich mal an. Mal gucken, wie weit sie fährt. Schön an den Prellbock. Tatsächlich. Stopp. Und entladen. Ja, möchte ich. Und damit hätten wir heute die ersten Strecken mit Oberleitung versehen und schon mal ein paar Schrottzüge aussortiert. Ein schönes Zugdepot haben wir auch gebaut, wo wir sicher in Zukunft noch einige Loks und Züge parken werden. Und in der nächsten Folge wird dann die erste E-Lok endlich ihren Dienst aufnehmen und hoffentlich dafür sorgen, dass unsere Städte weiter wachsen. Ach ja, und eine Firmenzentrale haben wir ja auch seit heute, also da kann nichts mehr schiefgehen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Für heute hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, bleibt sauber, habt viel Spaß und lasst euch auch keine Angst einjagen.